Unbekannte Täter zerkratzen 107 Autos in einer Nacht. Sie gehen scheinbar wahllos vor, Farbe, Alter oder Marke des Autos sind egal. Der Gesamtschaden geht in die Hunderttausende. Auch Familienvater Thorsten hat es erwischt. Also der Kratzer geht von ganz vorne über die Beifahrertür, über die hintere Tür bis über die Tankklappe. Also eigentlich einmal komplett das Auto entlang, ist ganz schön tief und das ist natürlich ärgerlich. Ne? Also da ist die komplette Seite natürlich hinüber. Von Samstag auf Sonntag spazieren die Täter durch 5 Straßen und ziehen einen unbekannten Gegenstand durch den Lack. Als wir Carsten am Montag darauf ansprechen, hat er davon noch gar nichts mitbekommen. Aber auch seinen Wagen hat es erwischt. Es ist ganz einfach ärgerlich, weil für mich Kosten entstehen oder sowas. Und man sieht es ja auch oder hört es immer öfter oder sowas, dass in einer Straße 13 Spiegel abgebrochen sind oder zerkratzte Autos oder so. In einem anderen Stadtteil wurden erst vor kurzem rund 260 Autos zerkratzt. Insgesamt entspricht das in einem Dreivierteljahr Schäden von rund 500.000 Euro. Für Präventionsmaßnahmen sieht Polizeisprecherin Jasmin Karz aber keine Möglichkeit. Also ich glaube, dass man solche Sachbeschädigungen eigentlich nicht vermeiden kann. Wie will man das auch tun? Da müsste man auf allen Straßen, sage ich mal, Videoüberwachung installieren, theoretisch jetzt, sage ich mal. Ne? Das will niemand. Ich denke mal, das passiert, das ist nicht schön, das passiert. Wir können eigentlich dann im Nachgang immer hoffen, dass jemand etwas beobachtet hat und uns diese Information dann auch zeitnah mitteilt. Zur Attacke auf Thorstens Auto habe die Polizei noch keine Hinweise. Immerhin kann der 49-Jährige den Schaden der Versicherung melden. Neben der Eigenbeteiligung verliert er dann nur noch Zeit und Nerven. Zu dem Geld, was wir jetzt eben bezahlen müssen, sind es Wege, wir müssen uns kümmern. Und das ist ärgerlich. Das ist natürlich angesichts dieses schnellen Entstehens des Schadens, so stelle ich es mir zumindest vor, hängt für die Betroffenen natürlich jetzt ein großer Rattenschwanz dran und das ist einfach blöd. Für die Betroffenen bleibt zu hoffen, dass die Reparatur sich lohnt und die Täter nicht wiederkommen.